Wir sind das Gründerteam von Compounder. Compounder ist eine Online-Plattform, die Studienbewerbung vereinfacht, optimiert und digitalisiert. Mein Name ist Paula Vorbeck, ich bin 23 Jahre alt, habe gerade meinen Bachelor in International Business mit der Spezialisierung Management Consulting an der CBS abgeschlossen und bei Compounder halte ich die CEO-Rolle. Ich bin Evelyn Wagner, ich bin 21 Jahre alt, habe ebenfalls mit Paula International Business hier an der CBS studiert mit der Spezialisierung International Trade und ich bin ebenfalls CEO bei Compounder. Ich bin Mino Sena, ich bin 26 Jahre alt, ich habe hier meinen Bachelor in International Media Management gemacht und mache gerade meinen Master gerade in Digital Marketing. Und ich bin bei Compounder für die technische Seite zuständig als CTO. Mir hat besonders an dem Studium gefallen, dass das Studium sehr praxisnah war und durch diese kleinen Lerngruppen konnte man echt sehr engen Kontakt zu den Dozenten knüpfen, aber auch zu den Kommilitonen und dadurch konnte man wirklich sehr viel Wissen mitnehmen und auch aus der Erfahrung von anderen lernen. Das fand ich sehr, sehr wichtig. Also das war bei uns allen drei ein bisschen unterschiedlich. Evelyn und ich hatten gemeinsam die Idee für Compounder und deshalb sind wir auch erst richtig auf das Thema Gründung zu sprechen gekommen. Allerdings war es bei mir so und ich weiß auch von Evelyn, dass es so war, dass wir vorher schon immer Selbstständigkeit im Kopf hatten, Entrepreneurship im Kopf hatten, aber generell die wirkliche Zündung, dass wir sagen wollten, jetzt informieren wir uns richtig, was ist ein Businessplan, was ist ein Businessmodell, das kam dann wirklich mit der Ideenfindung von Compounder. Also tatsächlich konnten wir sehr, sehr viel Wissen anwenden, was wir aus dem Studium mitgenommen haben. Wir haben angefangen, wirtschaftlich zu denken. Das hatte ich halt vorher nicht, bevor ich das Studium angefangen habe. Und so konnten wir auch durch das HGNC, durch diese ganzen Beratungsgespräche wirklich spezifisch in Themen wie Marketing und Unternehmensführung und so weiter eingehen. Das haben wir halt wirklich durch diese Gespräche und auch durch die Vorlesungen gelernt. Wir bieten eine Online-Plattform an, die sowohl die studentische Seite als auch die Hochschulseite verbindet, indem wir eben allgemein vom Bereich der Studiengangsfindung über die Bewerbung bis hin zum Bewerbermanagement auf der Hochschulseite alle möglichen Bereiche vereinen und das auf einer Plattform eben anbieten, so dass man nicht als Student selbst verschiedene Seiten aufsuchen muss, um sich zu informieren, sondern alles kompakt an einem Ort findet. Das Besondere ist eben gerade diese Zentralisierung der verschiedenen Bereiche. Das heißt, ich als Student musste mir bis jetzt die ganze Zeit verschiedene Plattformen anschauen, um erst rauszufinden, wo ich studieren möchte, was ich studieren möchte, um dann auf die Webseite der Schule selbst zu gehen, um mich dort zu bewerben letztendlich und die Informationen dafür zu finden. Das Ganze am besten auch noch postalisch, sodass der Aufwand sich auch lohnt. Und das Schöne bei uns ist eben, wir bündeln alles zusammen. Ich kann als Student meinen Studiengang finden, der zu mir am besten passt vor allem. Das heißt, wir haben da einen super Algorithmus hinten dran, der da bei der Suche unterstützt. Gleichzeitig bieten wir dann auch die direkte Bewerbung, Kommunikation mit der Universität über die Plattform an. Und auf der anderen Seite hat eben die Hochschule dann den Vorteil, dass sie sich nicht verschiedene Systeme zusammensuchen müssen, um die Bewerber in jedem einzelnen Schritt zu managen, sondern können das alles gebündelt bei uns machen. Ein witziger Nachmittag auf Evelyns Balkon, bei dem wir besprochen haben, wie schwierig es eigentlich ist, sich zu bewerben auf deutschen Hochschulen und dass man doch da irgendwas ändern könnte oder das einfacher machen könnte. Und wichtig vielleicht dazu zu sagen ist, dass wir nicht einfach irgendeine Idee finden wollten, um dann irgendwas zu gründen, sondern wir hatten diese Idee gefunden oder haben diese Idee aus eigener Erfahrung erkannt, die Problematik erkannt und mit Compounder die Lösung dazu entwickelt. Und dazu sind wir dann auf das Thema Gründung, Startup auch wirklich gekommen. Also tatsächlich war das sehr, sehr viel Internetrecherche. Wir konnten aber auch sehr, sehr gut die Vorlesung von der CBS nutzen. Wir haben viel mit Dozenten gesprochen, mit Kommilitonen gesprochen, waren aber auch Mitglieder der Founders Factory hier an der CBS. Und dadurch hat man immer wieder Vorträge von anderen Gründern mitbekommen. Und ja, so haben wir uns gut informiert. Das war tatsächlich das Finden eines passenden Teams. Also am Anfang waren das Evelyn und ich und wir sind betriebswirtschaftlich vielleicht auf einem ganz guten Weg und haben da auch schon sehr viel Wissen ansammeln können. Allerdings basiert unser Produkt, unsere Dienstleistung digital, ne? Und dafür brauchen wir jemanden, der IT-Wissen besitzt, der auch schon Erfahrung im Design und im IT-Entwicklung hat. Und da haben wir dann den Mino gefunden, der perfekt zu uns passt, der alles mitbringt, was wir brauchen und jetzt auch ziemlich komplett sind.
Also ich würde CBS-Studierenden raten, auf jeden Fall mit Leuten zu sprechen. Ob man jetzt am Anfang einer Idee steht oder irgendwo mittendrin und gerade nicht weiß, wie es weitergeht. Das Beste ist immer mit Leuten zu sprechen, mit Dozenten zu sprechen, die Erfahrung haben, die einem wirklich weiterhelfen können und die einen auch zu anderen Leuten bringen können oder zu Netzwerken wie das HGNC zum Beispiel oder das NUK. Und da findet man auf jeden Fall Hilfe. Also wir möchten mit Compounder ganz klar die einzige große akademische Plattform in Deutschland werden. Wir möchten, dass private sowie auch öffentliche Hochschulen auf unserer Website vereint sind, dass wir ein akademisches Netzwerk schaffen und in Richtung Bewerbungsprozess und Studieninformationen ein Monopol in Deutschland schaffen.